Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem aktuellsten Wochenrückblick. Wir haben es uns ja zur Gewohnheit gemacht, Sie regelmäßig mit den aktuellen Wochenrückblicken bezüglich auf die Märkte, auf die Finanzwirtschaft, aber auch auf die Edelmetalle auszustatten. Und in diesem Video haben wir wieder viele spannende Infos für Sie. Heute möchte ich mal mit einer Grafik beginnen, denn diese Grafik sollte jedem, der auch keine Ahnung im Aktienmarkt hat, zumindest zu verstehen geben, dass wir eine massive Blase in den Aktienmärkten haben. Schauen Sie sich bitte mal die eingeblendete Grafik an. Und zwar sehen wir in dieser Grafik die Entkopplung der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft in den USA. Ganz spannend dabei ist, wie ich finde, dass das Bruttoinlandsprodukt vom 1. Juli 2017 bis Mitte Juli 2020 um knapp 9% zurückgegangen ist. Das wäre jetzt erstmal nicht so besorgniserregend, wenn dann die Aktienmärkte nicht um knapp 31% gestiegen wären, liebe Zuschauer. Was bedeutet, wir haben hier ein Gap, also eine Lücke von 40%. Und diese 40% sind meines Erachtens einfach nicht mehr real am Markt dargestellt. Was ist der Nasdaq? Der Nasdaq ist eben der größte Börsenindex in den USA mit dem größten Gesamtvolumen an verschiedensten Unternehmen, die sich hier zusammen kumulieren. Und ich finde es deswegen besonders spannend, weil die Grafik einfach wunderbar die Schere zeigt, wie groß die Blase ist, die im Aktienmarkt entsteht. Nicht nur der Nasdaq ist ein wichtiger Index, es gibt natürlich auch den DAX und verschiedene andere deutsche oder europäische Indizes. In diesem Fall möchte ich einfach nur sagen, seien Sie vorsichtig, in welche Märkte Sie investieren. Natürlich haben jetzt die Widersacher recht, die sagen, Herr Kettner, hätte ich nachgucken auf Sie gehört und gesagt, raus aus den Aktien, als die Aktien eingebrochen sind und dann die Märkte wieder angezogen sind, durch diesen riesigen Aufschwung, mit dem keiner wirklich rechnen konnte, dann hätte ich viel Geld verloren. Allerdings, wenn Sie jetzt nicht den Trend erkennen und aussteigen, dann werden Sie sehr, sehr viel Geld verlieren. Denn diese 40% Differenz, dieses sogenannte Gap, über das wir hier reden, das könnte mit einem Abwärtstrend auch auf 50-60% Downside gehen, wenn dann die Märkte wirklich einbrechen. Und wir rechnen ja im Herbst, da haben wir auch schon öfter in den letzten Videos drüber gesprochen, mit einer der größten Insolvenzwellen, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und deswegen zitiere ich jetzt hier mal den Clemens Fuest, das ist der IFO-Chef, und zwar warnt er vor einer Stagflation. Der Begriff Stagflation, für die Neulinge vielleicht kurz erklärt, Stagflation setzt sich aus zwei Worten zusammen, zum einen aus einer wirtschaftlichen Stagnation, also einem Rückgang der Wirtschaft, und einer zeitgleichen Inflation, also einer Abwertung der Kaufkraft ihres Geldes. Das bedeutet, die Wirtschaft geht abwärts und zeitgleich können sie für ihr Geld immer weniger kaufen. Was wäre jetzt also, wenn es so passiert, wie es momentan der Fall ist, dass die Konjunkturpakete der Bundesregierung und auch der europäischen Regierung oder der europäischen Politik in die Märkte gepumpt werden? Ja, es ist so, die Märkte könnten das Ganze einfach nicht mehr aufnehmen, es könnte verpuffen. Und das ist das, wovor wir eigentlich warnen, dass diese Rettungspakete eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Denn wenn tatsächlich das, was momentan passiert, wie in den 1970er Jahren in vielen westlichen europäischen Ländern auch der Fall war, als die Ölkrise lief, dann haben wir momentan einfach genau dieses Szenario, was von den Volkswirtschaftlern momentan einfach schwer greifbar ist. Was ist in dieser Woche passiert? Also Jim Reid, das ist einer der Top-Strategen der Deutschen Bank, spricht von einer amtlichen Jahrhundertrezession, so wie wir es ja auch schon mehrfach betont haben. Er sagt, kein Weg geht am Gold vorbei. Laut Reid würde sich im Hinblick auf Fiat- und Papierwährungen, und das ist auch meine Überzeugung, würde sich dabei nur um einen vorübergehenden Trend handeln. Und die Episode der langen Historie des Geldes oder der langen Papiergeldgeschichte würde nun dem Ende entgegengehen. Ganz spannend finde ich die nächste Aussage ebenfalls noch. Reid sieht nämlich sowohl die Stabilität als auch das Überleben der Fiat-Währungen als gefährdet. Und die Folge daraus, da kommen wir nachher nochmal drauf, das hat einer der größten Börsenlegenden, Peter Schiff, von sich gegeben. Das sollten Sie sich unbedingt am Ende nochmal anhören, was er dazu zu sagen hat, liebe Zuschauer. Vielleicht schauen wir uns nochmal die Zahlen, Daten, Fakten an. Reid sieht nämlich in der Stabilität bzw. in der Überlebenschance des Fiat-Systems Zahlen, die er zugrunde zieht. Zum einen sagt er, okay, wir haben von April bis Juni 10,1% Rückgang. Und diesen Rückgang eben in Rekordtempo, und zwar redet er hier von dem Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, ja. Und aufgrund dieser Zahlen munkelt er jetzt schon von einer Jahrhundertrezession, denn es ist noch lange kein Ende in Sicht nach der sogenannten Krise. So, dann kommen wir doch zum Euroraum. Was fesselt aktuell den Euroraum? Man redet aktuell mehr über diese Rettungspakete, die im Markt sind. Man schaut sich weniger die Volkswirtschaften im Allgemeinen an. Frankreich zum Beispiel ist hier ein Negativbeispiel. Die Wirtschaft ist massiv geschrumpft. Um 13,8% haben wir einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von April bis Juni 2020. Auch in Spanien ähnliche dramatische Zahlen. Dort ist im Frühjahr jetzt um 18,5% Rückgang sozusagen auf das Bruttoinlandsprodukt zu verzeichnen. Noch dramatischer sieht es aus, wenn man das Ganze mit dem Vorjahr vergleicht. Da haben wir sogar 21% Rückgang, liebe Zuschauer. Und
Zwischen April und Juni gingen in Spanien, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über 1 Million Arbeitsplätze verloren. Das in einem Land, wo es ohnehin schon viel Jugendarbeitslosigkeit gab. Und Spanien ist ja immer noch als eine der stabileren Volkswirtschaften in der Europäischen Union beschrieben. Es gibt Länder, dort sieht es noch viel dramatischer aus. Christine Lagarde hat also gesagt, sie möchte laut den neuesten Nachrichten der gebeutelten Wirtschaft bis Mitte 2021 unter die Arme greifen. Und was danach kommt, gut, wenn man diese Dame und ihre Politik etwas genauer betrachtet, bekommt man natürlich auch das Gefühl, dass sie eher gegen den Euro schießt, als für den Euro zu kämpfen. Denn diese Maßnahmen, diese Geldbazooka, die immer wieder ausgepackt wird, ist ja in unseren Augen sehr kritisch beliebäugelt. Die Chinesen machen es vor, wie es gehen kann. Schon den 5. Monat in Folge wächst dort die Industrie. Es ist auch der Einkaufsmanager-Index überraschend gestiegen, was mich selbst persönlich überrascht hat. Denn die Chinesen waren ja eigentlich tendenziell am stärksten betroffen, wenn man es von der Gesamtanzahl der Menschen sieht. Die Chinesen haben aber schnell reagiert und haben scheinbar die richtigen Mittel gezogen. Trump sieht das Ganze etwas kritischer, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was besonders hervorgehoben werden muss, ist, dass die elektrischen und pharmazeutischen Güter extrem an Nachfrage angezogen haben. Wen wundert es? Natürlich ist die Pharmaindustrie einer der Gewinner, aber auch Player wie Amazon oder auch Alibaba im chinesischen Markt profitieren natürlich davon, dass die Menschen Angst haben, in die lokalen Läden zu gehen, sich lieber die notwendigsten Dinge online bestellen. Und da profitieren eben die elektrischen und die pharmazeutischen Güter enorm. China und Russland kommen sich auch ein Stück näher, was ja auch aus geopolitischer und geostrategischer Sicht Sinn macht. Denn Russland wird mittlerweile der größte Exporteur bzw. China der größte Abnehmer von russischem Fleisch. Und darüber dürfte sich der Herr Putin sehr freuen. Denn die Entdollarisierung, die jetzt eingeleitet wurde, anhand Erdogans erster Schritte, aber mittlerweile auch durch Putin und durch die Chinesen, zeigt ganz klar den Trend. Man möchte weg vom US-Dollar. Und jetzt ist es so, dass die Russen mittlerweile mit der Entdollarisierung dahingehend begonnen haben, dass es, das müssen Sie sich anhören, 54% der mittlerweile abgewickelten Geschäfte werden schon ohne den US-Dollar abgewickelt. Es waren früher weit über 90%. Und demnach dürfte der Rubel, der Euro und auch der Yuan, also die chinesische Währung, deutlich an Anerkennung und an Bedeutung weltweit gewinnen. Wir sehen ja immer mehr den Untergang des US-Dollars, liebe Zuschauer. Die USA, und da sehen wir jetzt auch das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, einer der führenden Wirtschaftskommentatoren und Börsenmakler, Peter Schiff, hat den Absturz des US-Dollars vorausgesagt. Ich möchte hier auch zitieren, und zwar seinen Aussagen zufolge würde die Weltwirtschaft nach diesem Absturz zum Goldstandard zurückkehren. Was das für Sie bedeutet, da werden wir hier mal ein Video einblenden, wenn wir zurück zum Goldstandard bekommen, was es für Sie als Goldkäufer bedeutet, aber was das auch für unsere globalen Währungen bedeutet. Es gibt bereits Gesetzesentwürfe, die hierzu fertig sind, und das Hilfspaket, das erste Hilfspaket mit 3 Billionen ist verpufft. Man redet bereits von einem weiteren Hilfspaket über 1 Billion. Ob das das letzte ist, daran lässt man Zweifel offen. Außerdem kursieren erste Mediengerüchte, dass die US-Wahlen im September auf der Kippe stehen. Auch das hat Trump von sich gegeben. Zitat Trump: Wir sehen die chinesische kommunistische Partei als das, was sie ist, die zentrale Bedrohung unserer Zeit. Also man hat ganz klar den Feind, den Gegner ausgemacht. Alles, was nicht Amerika ist, ist Feind und Gegner. Allerdings gab es schon deutliche Kritik an dieser Aussage, und kurz danach hat Trump dann die Aussage zurückgezogen, dass er an eine Wahlverschiebung glauben würde. Jetzt kommen wir doch zum wichtigsten Punkt in diesem Video, liebe Zuschauer. Die Edelmetalle, denn für uns, für Sie als Gold- und Silberkäufer ist es doch von Bedeutung, was passiert in den Märkten. Wir haben ja deutlich angekündigt, auch gegen viele Analystenmeinungen am Markt vor gut 2 Wochen, dass Sie unbedingt massiv in Silber investieren sollen, denn wir sehen einen riesigen Anstieg voraus. Den hat es im Markt gegeben. Den in 40 Jahren größten Silberanstieg haben wir jetzt gesehen. Wir haben über 20% Anstieg mittlerweile im Markt eingepreist. Der Silberpreis liegt also bei 20,33 Euro bzw. bei über 24 Dollar. Und der Goldpreis liegt auch bei 1667 Euro pro Unze. Aktuell bei 1975 Dollar, also kurz vor der 2000 Dollar Marke, die wir für mein Empfinden zeitnah sehen dürften. Ich erhöhe mein Kursziel auch nochmal aufrichtig vor Ihnen. Wir haben ja ein Kursziel von 2000 Dollar Jahreseingangs gegeben. Mittlerweile sehe ich das Kursziel von 2600 US-Dollar im Goldpreis dieses Jahr als realistisch an. Was sagt uns das fürs Gold-Silber-Ratio, das ja ausschlaggebend dafür ist, wie spannend es momentan ist, in Silber zu investieren oder entsprechend von Gold und Silber umzuschichten oder von Gold in Silber umzuschichten? Aktuell haben wir ein Ratio von 1:81, immer noch in interessant und auch historisch hoch. Wir hatten aber auch schon Kurse während Corona von 1:119, sodass jetzt momentan einfach durch die Anstiege im Silberpreis und den verhältnismäßig geringeren Anstieg im Goldpreis dieses Ratio sich etwas ausgeglichen hat.
Was noch spannend ist, die Käufe von Gold- und Silberbarren sind dieses Jahr historisch gestiegen. Im ersten Halbjahr haben wir über 100% Nachfragezuwachs im Gold- und im Silbermarkt. Also was bedeutet das in Zahlen? 83,5 Tonnen Gold wurden allein im ersten Halbjahr von den Deutschen gekauft. Damit sind wir absolut führende Weltspitze, liebe Zuschauer. Wir sehen auch, dass die Menschen in Deutschland einfach Misstrauen in die Politik haben. Ich bin dankbar, dass wir einen Teil dazu beitragen dürfen, dass wir ihnen mit unseren Videos vielleicht auch ein oder andere Aufklärungsvideo liefern können, wie sie dann richtig in Edelmetalle investieren und für sich die größten Fehler vermeiden. Geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal, kommen Sie schön ins Wochenende, bleiben Sie gesund und schreiben Sie unten in die Kommentare, was Sie noch zu unseren News beizutragen haben, denn in der Community sind wir einfach stärker. Ich freue mich, bis bald, machen Sie es gut und ciao.